herzlich willkommen zu Gran Turismo. Wir machen weiter mit Rennen 4 im Mazda Roadster Cup. Vier Runden auf dem Tsukuba Ring. Japan, 2 Kilometer ist eine Runde lang, noch gute 2 Kilometer. Und ja, unserem Roadster wollen wir mal schauen, dass wir den ersten Platz erreichen, so wie wir es die letzten Male auch geschafft haben. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein. War das erste Rennen im Sunday Cup. Dabei im Sunday Cup. Das war diese Strecke zum ersten Mal gefahren. Die erste Strecke überhaupt im Spiel. Nee, stimmt gar nicht. Das erste war dieses Dreieck, diese dreieckige Strecke, die wir gefahren sind in Amerika. Aber die hier sind wir auch schon gefahren. Wir kennen den Track hier. So, 4 Runden ist ja kein großes Problem. Ist ja eine recht kurze Strecke eigentlich. Mit den, was waren es, 2 Kilometer? Und ich merke, dass wir ein Auge hier gefahren haben. Und da ist das. War das der Honda gewesen? Ich weiß es nicht. So, jetzt will die beiden hier überholen. Sobald es passt. Da fühlen wir schon wieder. Das ist halt immer so eine Sache hier, ne? Muss ich hier so durchzwängen. Platz machen. Ja, kennen wir ja auch aus anderen Gran Turismo Teilen diese Strecke hier. Ist sehr schön zu fahren. Gibt es keine großartigen Überraschungen. Wir haben ein paar Kurven. Ja, wir haben lange Geraden wie die hier zum Gas geben, um Geschwindigkeit aufzubauen. Ja, und ansonsten gibt es jetzt eigentlich hier nichts viel zu sagen. Wir führen. In der Spitze vorne ist es einsam, ne? Ganz klar. Hier lange zu einer Rechtskurve. Zielgerade. 6 Sekunden führen wir. Das ist natürlich auch schon ein Brett, ne, wieder. Vielleicht soll ich die Fahrzeuge schwächer machen oder nicht ganz so tunen, damit es mehr Action gibt und Kopf an Kopf rennen und sowas. Aber wenn man die Credits hat, dann kann man sich doch ein ordentliches Fahrzeug zusammenschustern. Das ist auch ordentlich tunen. Wir sind jetzt mittlerweile schon genug Rennen gefahren, um auch um und über die nötigen Mittel zu verfügen. So, Zwischenzeit, alles klar. Die Rundenzeit an sich ist ja natürlich schon richtig schlecht, ne? 1.08 für die zweite Runde, das ist natürlich schon schlecht. Mist. Das haben wir alle schon viel besser gesehen. So, lange gerade. Und dann geht es auch schon durchs Ziel. Beziehungsweise beginnt die nächste Runde, die vierte und letzte Runde. Ja, 1.06 ist ganz okay für das Fahrzeug. Aber für die Strecke ist es jetzt auch nicht so lange. Ich glaube, das gibt sogar, es gab bei Gran Turismo beim 5. Teil. Was hat man da für ein Auto gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Da sind immer die unter einer Minute gefahren. Aber es gab sogar eine Challenge, wo man die unter einer Minute fahren muss. Ich glaube, eine Online-Challenge war es gewesen. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber es braucht ja nichts. Sind schon wieder auf der Beschleunigungsstück, sage ich jetzt mal, wo die langgezogene Rechtskurve ins Ziel führt. Ich muss doch gerade mal vom Gas, weil ich zu schnell war.
Und hier, ja, okay, war auch schlecht gewesen. So, wir sind im Ziel. Rennen 4 ist ein 7, denke ich. Noch 3 vor uns. Und wir bekommen als Belohnung, ja, Geld und Meilen, Strecke, Erfahrung. Also ganz cool. Sehr schön. Gut, wir schauen uns die Wiederholung an und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.